Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir hier heute diese Seilwinde vorstellen, der Marke Typhoon, und es geht natürlich dann auch gleich los. So, jetzt sind wir im Shop angekommen, sehen wir unsere Winde hier, die kostet uns 4.500 €, benötigt eine Leistung von 70 PS, entsprechend 51 kW, und wie du siehst, kannst du hier nichts optimieren, aber wir können es uns auch hier schon mal so grob mal anschauen. Ich finde, es ist so her ganz gut gemacht, habe ich auf ModHub gefunden, Link natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Oh, da sind wir eigentlich schon hier im Wald, hier mit meinem MB-Truck hergefahren. Da habe ich ja schon einen Baum niedergemacht. Können ja den jetzt auch nochmal hier nochmal halbieren. So. So, dann nochmal zwei Stücke. So, dann gehen wir mal hin, starten uns einen MB-Truck mal und aktivieren unsere Winde mit B. Dann gehen wir mal hier vor. Also ran, und dann normal mit B müsste dann hier die Winde dann da sein. Muss mal das. Ja, ist hier zu sehen. Jetzt hier mit B. Da haben wir jetzt. Dann gehe ich mal ganz kurz mal her und ziehe den mal mit X mal ein bisschen an. So, her. Gut, dass ich es ja an der Winde dran habe, sonst hätte mir der ganze Baum abfallen. Tun wir ihn nochmal, wenn wir wollen, ja, nochmal abmachen. So. Mit X sollte man den eigentlich dann lösen können. Mal schauen. So, sollte nochmal jetzt dann abgehen. So. So, jetzt haben wir den B gelöst. Das gleiche jetzt hier nochmal mit den da hier lösen, tun wir befestigen. Dann können wir ja nochmal hier rangehen. Dann haben wir hier zwei Stück dran. Können auch mehrere machen. Habe ich das Stückchen ein bisschen länger. Aber wir tun unsere Winde jetzt mal da arbeiten lassen. Oder jetzt so einen guten Traktor. Ja, da habe ich das Schild jetzt nicht runter gemacht, aber wir können das Schild dann auch gleich mal runter machen. So, jetzt dann mal das Schild mal natürlich senken. Weil der ist ja schwer genug. Und dann tun wir hier weiter unsere Baumstämme jetzt einmal hier ziehen lassen. Müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht in der Gefahrenzone stehen.
Mal schauen, dass mal hier. Dass wir immer noch was sehen. Muss natürlich die Taste immer noch gedrückt halten. Oh, jetzt sieht er die Winde. Der hängt da hinten am Baum. Ach hey. Jetzt ist das passiert, was ich gehofft habe, nicht passiert. Und da sehen wir jetzt hier. Na, was machen wir dann jetzt? Wir könnten jetzt in den Baum hier auch mal abmachen. Machen wir den Baum auch mal um. Vielleicht hilft uns das. Wir wollen jetzt nächste Woche fällen, aber egal. Zum Glück ist er nicht daher auf uns in einen Betrag geflogen. So. Das ist die einfache Lösung gewesen. Aber wie es ausschaut, ist er uns auch im Weg noch. Könnt ihr denn nochmal her? 9 dranhängen. Zu viele Äste. Ich sehe hier nichts mehr vor lauter Bäume. Im Wald nichts mehr. Ja, so. Jetzt haben wir die ganzen mal entastet. Den nehmen wir uns natürlich dann auch gleich mit. Wenn wir schon dabei sind. Also, wo ist er jetzt da? Das ist jetzt der hier. Also hier, so. So her. Wo ist jetzt der Anfang? Hier. Dann hängen wir hier auch noch schnell einen an. Natürlich mit B. Dann haben wir jetzt hier eigentlich 3 dranhängen. Steigen natürlich ein. Und ziehen den jetzt noch ein bisschen ran. So, natürlich heben wir hinten unser Gerät an. Und fahren mit denen jetzt einmal hier raus. Und haben jetzt 3 Bäume dranhängen. Oh, sogar noch ein Original-Deko oder was hier habe ich sogar noch von Spielen mit. Haha, cool. Vielleicht haben wir den jetzt weg. Ja, jetzt haben wir ihn weg. Ah, das ist, finde ich, ein toller Mod hier, wie wir sehen. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch, euer Franz.